Hallo mal wieder, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um meinen MDT-Glastaster, der quasi einen Hardware-Absturz hinter sich hatte, sprich der ist runtergefallen, auf irgendeine Kante wohl geknallt und sah danach so aus. Beziehungsweise hier war natürlich auch noch klasse. Ich habe jetzt mal angefangen, das wegzupulen. Und zwar kann man den dann zu MDT einschicken. Die würden für 40 Euro ein neues Glas drauf machen. Wäre das Display auch kaputt, würde es nochmal 10 Euro extra kosten. Und wäre es nur ein bisschen gesprungen, könnte man den komplett einschicken. Aber die sagen halt, wenn das Ding so aussieht, damit deren Mitarbeiter nicht verletzt werden, muss man das vorher selber entfernen. So, geklebt ist das nur scheinbar auf dieser umlaufenden Kante. Ich mache das jetzt mit dem Föhn erstmal warm. Ich habe das Ganze schon vorgewärmt und am effektivsten ist es eigentlich, ich habe hier so ein Stück Holz, wenn man den falsch rum oder andersrum hinlegt, da ein bisschen das Glas festhält und dann nach oben biegt. Also ist jetzt hier entstehen ziemlich viele, trotz Sicherheitsglas vermutlich, ziemlich viele scharfkantige Splitter und feiner Staub. Also entweder am besten ihr setzt eine Maske auf. Jetzt wieder nicht mit dem Föhn beigehen. Hier liegt ziemlich viel Glasstaub. Den werde ich erstmal beseitigen. Dann werde ich das weiter erwärmen. So, nächster Versuch. Ja, das werde ich jetzt weitermachen, bis er fertig ist. Bis gleich. Ja, das ist das, was übrig geblieben ist. Ein Haufen Scherben. Und das Grundgerüst vom Taster. Das war hier also über den Rahmen verklebt, hier unten mit über das Display. Jetzt kann man das Ganze rausnehmen. So. Das Display hat hier eine kleine... Ja, es ist eine Macke, vielleicht kann ich es hier noch wegpolieren. Mal gucken. Wenn nicht, muss halt das Display neu. Ups, dann legen wir mal hier hin. Genau, und den Rahmen werde ich jetzt nochmal sauber machen, hier mit Silikon entfernen. Hier ist noch ein bisschen Kleber mit ein paar Scherben drauf. Oder mit einem Zeranfeldkratzer. Mal gucken. Ja, hat alles geklappt. Kleberückstände alle ab. Ja, der Kratzer ging so ein bisschen weg. Ich werde den gleich nochmal anschließen, um zu gucken, was das Display so sagt. Stellt sich mir jetzt die Frage, warum ich den da hinschicken sollte und die mir nicht einfach eine neue Scheibe schicken könnten. Ich werde dann nochmal beim Service anrufen, mal schauen, dann sehen wir gleich, wie es weitergeht. Gesagt, getan, gerade mal bei MDT beim Service angerufen. Ja, spitze. Und zwar brauchen die eine Rechnung von dem Ding, habe ich nicht. Das heißt, die reparieren den so nicht, können mir auch keine Scheibe schicken. Jetzt habe ich einen schönen, gereinigten Glastaster ohne Scheibe. Wenn einer von euch den gebrauchen kann, gegen den Obolus oder wie auch immer, oder eine Idee hat, wo ich eine Scheibe jetzt selber herbekomme, gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten Elektroschrott. Macht's gut, vielleicht hat es euch irgendwie geholfen. Wie gesagt, ihr braucht auf jeden Fall eine Rechnung. Macht's gut, bis demnächst und tschüss.